Hallo zusammen bei einer weiteren Folge von unserem Total War Warhammer 3 Immortal Empires Grand Crusade Playthrough. Die letzten Folgen waren sehr, sehr blutig. Wir haben sehr hohe Verluste gehabt, wir haben ganze Armeen verloren. Wir haben aber jetzt inzwischen den Punkt erreicht, wo wir dem Gegner das Kreuz gebrochen haben. Hier sind zwar noch zwei Armeen, zwei Vampirarmeen bei uns auf dem Gelände, beide aber schon ziemlich runtergeballert. Und wir haben hier eine fast volle Armee, die sich darum kümmern kann. Des Weiteren haben wir hier den Zugang blockiert mit zwei Armeen, um zu verhindern, dass die Chaos-Armeen hier durchströmen. Wir werden auch hier permanent eine Armee stehen lassen. Die zweite Armee wird hierhin wandern, wird da absperren. Und dann ziehen wir, sobald die Vampire platt sind, hier hoch und werden auch dort eine Armee stationieren. Da haben wir quasi schon mal unser Reich größtenteils abgeschlossen. Wir bauen mehrere Armeen auf und wir haben unseren Alliierten aus Cassay Aufträge gegeben. Und zwar einmal hier einen Verteidigungsauftrag und dann des Weiteren hier oben einen Angriffsauftrag, denn ich weiß nicht wieso, aber wir haben schon wieder eine Chaos-Armee mitten bei uns drin. Keine Ahnung, ob da die Verteidigung versagt hat. Und einen weiteren Angriffsauftrag haben wir auf diese Vampirarmee gegeben. Das sollte dann zusammen mit dem Armeeaufbau, den wir betreiben, gut funktionieren. Gut ist schon mal, wir haben sehr hohe Einnahmen im Moment, dadurch, dass wir halt auch so hohe Armeeverluste hatten. Und wir können jetzt fast alle Einheiten bauen. Also wir haben auf jeden Fall schon Siedlungen, wo wir den Terracotta Sentinel bauen können. Was ist das? Ja, klar, komm, sei dabei. Und wir haben auch Siedlungen, wo wir die Celestial Dragon Guards bauen können. Ich meine, wir haben in einer Siedlung sogar schon die Crossbowmen. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall nette Armeen aufbauen können. Und wir werden die Philosophie verfolgen, dass wir nicht ganz so High-Level Units in Garnisonsarmeen packen und die richtig heftigen Einheiten in Frontarmeen. Und ja, auf die Art und Weise hoffe ich einfach mehr Armeen aufstellen zu können, als wenn ich überall nur die besten Truppen reinpacke. Das sollte funktionieren. Die Vampire verteilen sich. Einer zieht sich zurück, einer geht in die Ecke. Das ist natürlich praktisch, weil der hat sich damit quasi ausgeliefert. Ja, es ist eine flinke Ratte, muss man sagen. Wir bauen hier mal weiter aus. Nee, das machen wir nicht. Das ist zu teuer. Und denen fehlt dann die Erfahrung. So, wir switchen mal. So, wir gehen auch hier rüber, um dicht zu machen. Da bauen wir auf jeden Fall die Mauer rein. Ja, und hier. Wir sind unter Belagerung, so wie das aussieht. Obwohl,
Ich habe keine Anzeige, dass wir belagert werden. Doch da. Da können wir jetzt eigentlich nur noch möglichst schnell eine Armee aufbauen. Na, das ist doof. Wir wollen ja ausgleichen. Wir können hier nur Bauern rekrutieren, aber dann muss das halt reichen. Ja, und wir müssen auch ein bisschen dafür sorgen, dass wir halt bei weiteren Rekrutierungen da Truppen anheuern können. Ich hoffe mal, dass die Vampirarmee nicht versucht, in mein Hinterland zu kommen. Wäre also tatsächlich cleverer gewesen, mit meiner Armee davor stehen zu bleiben und ihn so in die Enge zu treiben. Aber naja, aus Fehlern lernt man. Zwei Chaosarmeen greifen an. Krass. Okay, wir machen das mal auf Automatik. Puh, wir haben bittere Verluste. Das heißt, die eine Armee kann ich schon wieder direkt zurückschicken zum Aufbauen und die zweite Armee dann da rein. Ja, hier nehmen wir auf jeden Fall die Distanzeinheit, weil das Jade Warrior Crossbowmen sind und das sind nur Bauernkämpfer, davon haben wir schon zwei. Wir müssen die Karawanen halt verbessern. Ja gut, war zwar eine teure Schlacht, aber hat sich definitiv gelohnt. Damit gehen wir erstmal zurück. Und hier gehen wir wieder rein in die Defensive. Gucken wir mal. Da fassen wir auch direkt mal zwei zusammen. So, wir nehmen jetzt hauptsächlich Skills, die die Armee pushen, als erstes. So, damit wir hier bessere Truppen rekrutieren können, wenn die da sind. Ja, teuer, aber wir müssen erstmal schauen. Ach, das ist ja niedlich. Er belagert mich. Das reicht zum Glück mit der Garnison. Wir holen uns noch ein bisschen Gold. So, jetzt können wir hier aber weiter rekrutieren. Okay.
unsere Karawane. Wir gehen mal hier in den Durchgang, rekrutieren natürlich weiter. So. Hier rein zum Erholen. Ja, Mobility ist wichtig. Okay. Soweit, so gut. Hier brauchen wir noch ein bisschen Verstärkung. Ich habe hier zum Glück starke Garnisonstruppen. Ja. Wir sind schon mal 11 und auf den zusätzlichen Mauern sind... ...17 Einheiten gegen seine Fullstack 20. Aber wenn ich dann hier mit der Generälin und den 4 Bauern komme, dann habe ich auf jeden Fall die Oberhand. Und dann werden wir mal schauen. So, technologiemäßig müssen wir was Weißes erforschen. Gehen wir direkt nach hinten, um die oben freizuschalten. So, und dann geben wir auch direkt einen Bauauftrag und motzen die Siedlung auf, damit wir die Slots freischalten. Okay, wie schaut's hier aus? Ja, wir pushen das auf Maximum, weil das bei den Alchemisten der beste Angriffszauber gegen Charaktere ist, also gegen Einzelziele quasi. Wen habe ich denn hier? Ach ja. Hatte ich ganz vergessen. Ich hatte ja schon quasi... eine Armee unterwegs. Mich irritiert gerade der Blickwinkel. So. Das ist der gewohnte Blickwinkel. Stimmt, damit wollte ich hier hinten dicht machen. Und da sind schon die Hochelfen. Das ist natürlich nice. Gut, dann werden wir jetzt hier die Vampirsiedlung cachen. Gehen wir direkt rein. Und dann können sich unsere Truppen da drin erholen. Was haben wir hier? Ja, Replenishment ist super und wir bauen Mauern. So, das ist schon mal top. Wir sind auf jeden Fall dabei, den Vampirzugang hier auch dicht zu machen. Und Full-Stack-Armeen in ausgebauten Siedlungen haben auch sehr gute Chancen, sich gegen zwei Armeen zu verteidigen, die angreifen. Kommt natürlich auf die eigene Qualität der Armee an, ne? Aber geht. So, hier können wir auch ein bisschen skillen. Ja, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen den General pushen. Mehr Rüstung wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. So. Primärziel ist jetzt natürlich, die Vampirarmee endgültig auszunocken, die bei uns auf dem Gelände rumspringt. 3000 könnte ich gebrauchen. Wo sitzen die denn? Die sind da. Ja, aber bis zu mir kommen die eh nicht. Sollen sie? Ich nehme die Kohle.
Fuck. Zu lange gewartet. Ich versuch's trotzdem selber. Vielleicht ist es hinzukriegen. Wenn der Anführer allerdings ein Magier ist, dann sind wir ziemlich am Arsch. Ach, guck an. In der Siedlung haben wir auch einen imperialen Outpost. Wir haben zwei Speerkämpfer. Unten Armbrustschützen. Das ist aber eigentlich ganz cool, weil dann werde ich die benutzen, um das Vordringen ein bisschen abzubremsen und werde die auf die Mauern stellen. Habe ich hier? Die haben hier gar kein Belagerungsgerät. Aber wir nehmen die erstmal runter. Wir müssen, also mein Plan ist, weiter hinten zu verteidigen. Und ich möchte hier einfach nur verzögern. Packen wir mal eine Einheit hier hin. So. Die zweite Einheit kommt hier hin. Und die dürfen da oben hin. So, es hat dann nämlich den charmanten Vorteil, dass die Türme besetzt sind und mitfeuern. Okay, und jetzt werden wir gucken, dass wir hier drüben auch erstmal alles Wichtige abziehen. Erstmal alles hier rein. Ich gucke gerade nur, dass ich sie alle hier habe. So, wir wollen hier auch ein bisschen verlangsamen. Hier kommt natürlich die Masse an Chaoskriegern. Und wir wollen, dass hier die Türme auf jeden Fall ein bisschen mit reinschießen. Deswegen positioniere ich da was. Da wird aber nicht die eigentliche Verteidigung stattfinden. So, und ihr erinnert euch ja, Yin und Yang. Das heißt, wir müssen hier quasi direkt dahinter. So. Und hier muss es rumsen, weil da kommt direkt die stärkste Feindtruppe. Als nächstes werden wir hier eine Blockade reinsetzen. So, der Zugang sollte halten. Wir nehmen den mal als Blockade hier hin. So, hier müssen wir die nächste gute Blockade reinmachen. Ich habe die letzten beiden genommen, also nehmen wir jetzt die. Also wenn der Gegner einen Magier hat, dann wird es quasi extrem unlustig für uns. Ohne Magier könnte es vielleicht klappen. Frage mich, ob wir noch ein bisschen Zeit gewinnen sollen. Ob das Sinn macht, eine Schwertkämpfereinheit hier oben zu platzieren.
Ich riskiere das einfach mal. Am Tor selber kann er nicht landen. Aber hier wird er. So. So, wir haben noch eine Distanzeinheit übrig. Packen wir mal hier hin. Und nächste Runde werden wir den Turm bauen. Da irgendwie ein Türmchen hinsetzen. Wir lenken ihn draußen ein bisschen ab. So, wir haben eine Schwertkämpfereinheit übrig. Okay. Wenn wir mal draußen ein bisschen piesacken. Wichtig ist es jetzt wirklich Türme zu bauen. Er baut. Da hätten wir noch einen Turm, den wir platzieren können. Und hier. Der ist im Bau. Hat auf jeden Fall ein bisschen was gebracht, hier draußen quasi schon zu blocken. Wir haben ihm auf jeden Fall schon mal Schaden zugefügt.
Ich hoffe mal, die Mauer steht, bevor die ankommen. Das würde wirklich helfen. Gehen wir mal in Angriff. Charge. Das ist gut. Das ist auch gut. Und ja, ich hatte so ein bisschen gehofft, dass ich hier quasi einen Flankenangriff machen kann. Das Problem ist nur, die nächsten Gegner sind zu nah. Wir rüsten hier gleich den Turm auf. Ziehen uns hier mal ein bisschen zurück. Obwohl, nee, genau das Gegenteil. Wir gehen ran. Okay, die haben die Barrikade eingerissen. Ja, das werde ich verlieren. Deswegen gehe ich jetzt mit denen runter und greife den Gegner im Rücken an. Okay, so ein Manticore ist natürlich richtig scheiße. Und mir fällt gerade auf, die Stadt hat drei Brücken. Das ist auch scheiße. Das heißt, die müssen schnell zurück. So, der Turm ist gut. Wir bauen hier auch einen Kanonenturm hin. Sehr schön. Wir müssen den Turm aber upgraden. So, eine Einheit lassen wir als Garnison hier unten. Mit den anderen beiden Einheiten gehen wir vor, unterstützt durch die Armbrustschützen. Okay, ich weiß nicht genau, was jetzt los ist. Aus irgendwelchen Gründen ist die Schlacht gerade eingefroren.
Tja, ich muss an der Stelle abbrechen. Ist eingefroren. So, ihr seid gerade Zeuge geworden eines Bugs. Und zwar ein Bug, der seit dem letzten Patch besteht. Und der Bug äußert sich so, dass wenn ihr Schlachten in Siedlungen schlagt und ihr seid der Verteidiger, egal ob Miner oder Major Settlements, dann besteht eine hohe Chance, dass das Game freest. Habt ihr gerade gesehen? Höchst ärgerlich. Creative Assembly arbeitet auch schon an einem Hotfix. Allerdings, so lange bis der draußen ist, empfehlen sie, dass man, wie heißt es, Schlachten um Städte am besten automatisiert spielt. Was dann dementsprechend halt auch bedeutet, dass man ja, solche Schlachten wie die hier höchstwahrscheinlich verlieren wird, weil das lief gerade richtig gut. Und die Chancen, ihn richtig übel bluten zu lassen, die waren wirklich gut. Aber automatisiert wird das ein Arschkniff. Also können wir davon ausgehen, dass wir die Siedlung gleich verlieren werden. Ich habe jetzt nochmal neu geladen. Und ja. So schaut's aus. Genau, da kommt jetzt erstmal wieder der Angriff. Genau, hier nehmen wir wieder die Rangers, wie wir das gerade auch schon gemacht haben. Ziehen wie gehabt die Armee zum Aufstocken zurück und fassen hier auch schon die Truppen zusammen. So. Eben verpassen wir direkt eine Skillung. Okay. Und die packen wir hier rein. Die sollen ja wieder blockieren. Soweit so gut. Dann haben wir hier die Armee, die Vampire City einen richtigen schönen Morgen bereiten wird. Auch gut. Die werden auch erstmal da blockieren und die Stellung halten und sich halt auch wieder regenerieren. Ganz wichtig. Wir skillen noch schnell. Ja, hier müssen wir definitiv mehr auf den General gehen. Sie ist ja schon gut drauf. Sie kann richtig gut rausrocken. Okay, das passt soweit alles. Hier unten ist Graf Zahl noch zugange und will uns ärgern. Wir nehmen die Kohle. Denn wir sind jung und brauchen die Knete. So, hervorragend. Jetzt können wir hier wieder auf Rekrutierung gehen. Wir machen einen kleinen Mix draus, um die insgesamt schon Allrounder-mäßig ein bisschen besser aufzustellen.
Hier begleiten wir mal unsere Karawane ein Stück. Und stocken auch hier auf. So, zum Auskurieren kommen die in die City. Maximaler Schaden gegen einzelne Charaktere. Und jetzt heißt es Kohle nehmen und ausbauen. Ja, schauen wir mal, ob wir da schon rankommen. Ne, wenn wir das machen, verlieren wir. Tja, und die blöde Punze schickt keine Armee rüber, obwohl wir den Typen als Ziel markiert haben. Wird also bedeuten, wir werden Nangao leider verlieren. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wir müssen zusehen, dass wir hier eine weitere Armee aufbauen. Und zwar pronto. Und zwar direkt mit Magier. So, der joint die Armee nächste Runde. Ja. Es muss schnell gehen. Und es muss Wumms haben. Ich brauche aber auch quasi einen Rückhalt sozusagen. Da die nur einen Turn brauchen, fangen wir mit denen an. Gucken wir mal. Wir sind ausgeglichen, das ist gut. Dann gehen wir den mittleren Weg. Wir brauchen eh noch mehr Kohle. Und wir schalten damit dann auch mehr Optionen gleich frei für die Forschung. Und jetzt gehen wir auch noch kurz in die Diplomatie. Und schauen mal, ob wir irgendwo nette Optionen haben. Ne, wir sind noch zu weit weg von der Konföderation. Ja, kann ich mir auch noch nicht leisten. Also, wenn ich es schaffe, mit den Zwergen eine Allianz hinzukriegen, werde ich da auf jeden Fall einen Außenposten bauen, in der Hoffnung auf Iron Drakes. Das sind diese zwergischen Flammenwerfer, also die haben es wirklich in sich. Okay, bei denen haben wir schon einen Außenposten. Hier ist einer verfügbar. Was haben die denn an netten Einheiten? Die Strelzi sind gar nicht so übel. Okay, Winged Lancers, die sind nice. Griffon Legion, nice, ja. Ja, dann bauen wir doch mal einen Außenposten.
Drei Runden, dann haben wir ihn. So, wie schaut es um unsere Kriegskasse aus? Ja, wir können uns auch keinen weiteren Außenposten jetzt leisten. Das wird dann gleich leider noch mal eine blutige Runde. Immerhin, die Vampirbedrohung, die ist jetzt quasi Geschichte. Das ist schon mal ein Vorteil. Das heißt, nicht die komplette Vampirbedrohung, aber zumindest die auf unserem Territorium. Die sind beseitigt. Ärgerlich ist natürlich das im Norden. Ich frage mich auch, wie die immer wieder durch die große Bastion kommen. Oh, der Vampiranführer ist tot und durch einen neuen ersetzt. Das muss ein Attentäter gewesen sein. Ja, das sollten wir hinkriegen. Ja klar, sogar ganz easy. Wir nehmen Verlustverstärkung, weil der Weg ist noch lang. Wir nehmen die Kohle. Und falls ihr euch fragt, warum ich mit der schwächeren Armee angegriffen habe, das hat einfach den Grund, ich wollte verhindern, dass der abhaut. Und bei einer schwachen Armee oder bei der schwächeren Armee, wenn er sich Chancen ausrechnet, bleibt er. Und dann kann ich ihn jetzt mit der großen Armee endgültig ausnocken. So, mit denen marschieren wir direkt wieder Richtung Pass. Wir wollen hier dicht machen. Das ist schon mal gut. Er hat erstaunlicherweise noch nicht angegriffen. Naja, wäre immer noch Valiant Defeat. Das wollen wir nicht. Rekrutieren wir nochmal Bauern dazu. Und hier bauen wir uns auch nochmal eine Truppe auf. Das läuft soweit. Genau, die müssen zurück zum Auffrischen. Die sind gut zurecht. Da passt's auch. Wie schaut's hier aus mit Rekrutierung? Ja, da wird rekrutiert. Bauen wir das auch mal aus. Und dann gehen wir mal kurz durch, was wir an Optionen haben.
Ja, das auf jeden Fall. Und wir können dann den wegnehmen und können da noch Kavallerie reinsetzen. Dann vergrößern wir hier die Bandbreite der möglichen Rekrutierungen. Den Hafen pushen wollen, das kostet zwar Geld, bringt aber eine Menge Kohle und auch Wachstum. So, sehr gut. Wir haben also gut investiert. Schauen noch mal, was die Diplomatie so sagt. Es wird besser, also durch die steigende Bedrohung nähern wir uns einer möglichen Konföderation. Eventuell müssen wir nächste Runde mal wieder ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ja, hier auf jeden Fall Verstärkung für unterwegs, ganz wichtig. Und ja. Nö, das lassen wir mal. So, dann würde ich sagen, war's das auch erstmal wieder für das heutige Video. Wir gucken nur noch, was sich hier so ergeben hat. Ja, ich hätte die Schlacht wirklich gerne selber geschlagen, weil ich glaube, da hätte man Chancen gehabt, aber es bringt ja nichts, wenn das freest. Höchst ärgerlich. Also gut, dann würde ich sagen, wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Abo, ein Like, klickt das Glöckchen an und schaut euch die nächsten Videos an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschö.